Einem der größten ungelösten Rätsel des Universums wird hier in Karlsruhe auf den Grund gegangen. Auf dem Gelände des KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, entsteht derzeit ein außergewöhnliches physikalisches Großexperiment. Rund 150 Mitarbeiter aus 6 Ländern haben sich zu diesem aufsehenerregenden Projekt zusammengefunden, das die Welt der Physik revolutionieren könnte. Mit Katrin, dem Karlsruhe-Tritium-Neutrino-Experiment, soll das leichteste Teilchen des Universums gewogen werden, das Neutrino. Obwohl das Neutrino das häufigste Teilchen des Universums ist, sind alle bisherigen Versuche, die Masse des Neutrinos zu bestimmen, fehlgeschlagen. Die Experimente waren zu unempfindlich. Katrin, das jüngste und aufwendigste Experiment dieser Reihe, soll nun den Durchbruch bringen. Dazu haben sich Wissenschaftler und Techniker aus den USA, Russland, Tschechien, Deutschland, Spanien und Frankreich zusammengeschlossen und versuchen nun gemeinsam, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Katrin hat sich zum Ziel gesetzt, die bisherige experimentelle Genauigkeit um einen Faktor 100 zu verbessern. Das bedeutet, dass wir auf vielfältigste Art und Weise an ganz verschiedene technische Grenzen herankommen. Eine der technischen Grenzen ist zum Beispiel, in einem riesigen Spektrometertank mit 1200 Kubikmeter ein Ultrahochvakuum von besser als 10 hoch minus 11 Millibar zu erreichen. Darüber hinaus haben wir vielfältigste technische Herausforderungen bei der Quelle, beim Transport von Elektronen über 70 Metern. Wenn man die bisherige experimentelle Empfindlichkeit um einen Faktor 100 verbessern will, stößt man wirklich in technisches Neuland vor. Unter anderem bei der Ultrahochvakuumtechnik, bei der Tritiumtechnologie, bei der Spannungsstabilisation, wo wir eine Spannung auf etwa 1 zu 1 Million stabilisieren müssen, ist es vielfältigster Natur. Katrin wird empfindlicher und genauer sein als alle Vorgängerexperimente, deren Erfahrungen in die Planung von Katrin eingeflossen sind. Mehrere Stockwerke hoch und über 70 Meter lang wird das neue Experiment sein. Eine hochkomplexe Anlage, deren Komponenten jede für sich an die Grenzen des Realisierbaren heranreicht. Und doch wird Katrin nichts anderes sein als eine Waage, wenn auch die empfindlichste Waage der Welt. Und so funktioniert Katrin. Mit dem Experiment beobachten die Wissenschaftler einen radioaktiven Prozess mit einer nie dagewesenen Präzision. Bei dem sogenannten Beta-Zerfall werden die zu wiegenden Neutrinos freigesetzt. Zwar sind die Neutrinos selbst nicht ohne weiteres fassbar, sie entziehen sich der direkten Beobachtung und durchdringen jegliche Materie mühelos. Doch kann indirekt aus der Energie der Zerfallsprodukte auf die Neutrinomasse geschlossen werden. Warum wird dieser gewaltige Aufwand betrieben? Warum ist das Neutrino den Wissenschaftlern so wichtig? Das Neutrino ist ein wahres Geisterteilchen. Obwohl es das häufigste Elementarteilchen des Universums ist und einen bedeutenden Teil der für uns sichtbaren Masse des Universums ausmacht, widersetzt es sich hartnäckig der direkten Beobachtung. Bereits 1930 hatte der Nobelpreisträger Wolfgang Pauli die Existenz des Neutrinos postuliert. Ein winziges Teilchen ohne elektrische Ladung, das den Physikern noch Probleme bescheren würde. Pauli hat mit der Postulierung des Neutrinos etwas Ungeheuerliches getan, denn er wusste, dass dieses Neutrino unwahrscheinlich schwierig nachzuweisen ist. Neutrinos lassen sich durch die Erde, durch die Sonne, ja durch ganze Galaxien nicht abbremsen. Insofern war ihm klar, dass es wahrscheinlich sehr lange dauern würde, bis man dieses Teilchen nachweisen würde. Und es hat dann auch mehr als ein Vierteljahrhundert gedauert, bis man mit diesen Neutrinos experimentieren konnte. Viele Physiker waren überzeugt, dass man das Neutrino niemals würde detektieren können. Erst 1956 wies eine amerikanische Arbeitsgruppe nach, dass Neutrinos in Kernreaktoren bei der Spaltung von Urankernen entstehen. Heute wissen wir, dass Neutrinos im Universum allgegenwärtig sind. In jedem Kubikzentimeter sind heute noch 336 Neutrinos vom Urknall. Und Neutrinos entstehen in sehr vielen astrophysikalischen Prozessen, in Sternen, beim Kollaps von schwarzen Löchern. Und wir können Neutrinos als Sonden verwenden, um in Bereiche zu gucken, in die wir ansonsten keinen Zugang haben. Die nächste größere Neutrinoquelle ist die Sonne. 60 Milliarden Sonnenneutrinos durchdringen pro Sekunde jeden Quadratzentimeter unseres Körpers. Folgenlos, denn es gibt so gut wie keine Wechselwirkung mit Materie.
Aus der bei Sonnenneutrinos beobachteten Neutrino-Oszillation wissen die Physiker, dass Neutrinos nicht masselos sind, sondern eine extrem geringe Ruhemasse besitzen müssen. Und diese Masse musste eine entscheidende Rolle gespielt haben, als sich in der Frühzeit des Universums die Strukturen gebildet haben. Noch heute künden Neutrinos von gewaltigen kosmischen Ereignissen. 1987 entdecken Astronomen in einer Nachbargalaxie der Milchstraße eine gewaltige Supernova. Wenige Stunden bevor das Licht der Explosion die Erde erreichte, registrierten mehrere Neutrino-Observatorien unabhängig voneinander einen massiven Neutrino-Ausstoß. Doch wie schwer ein Neutrino ist, wusste man auch 70 Jahre nach Wolfgang Paulis Postulation des Neutrinos immer noch nicht. Eine der verwunderlichen Fragen ist, warum sind Neutrinos so leicht? Sie sind mindestens 250.000 Mal leichter als Elektronen. Bevor wir wussten, dass Neutrinos überhaupt eine Masse besitzen, galt das Elektron als das leichteste Teilchen. Warum Neutrinos so leicht sind, ist etwas, das wir noch immer nicht verstehen. Wenn wir erst einmal die Masse des Neutrinos kennen, wird uns das möglicherweise helfen zu verstehen, was Masse eigentlich ist und warum Elementarteilchen eine ganz bestimmte Masse haben. Bisherige Versuche, die Neutrinomasse zu bestimmen, sind an der zu geringen Empfindlichkeit der Messapparaturen gescheitert. Das Karlsruher Experiment wird nun um den Faktor 100 empfindlicher sein. Entsprechend größer sind auch die Dimensionen der Komponenten. Vor eine besondere Herausforderung stellte die Planer der riesige Spektrometertank. Der Tank wurde im niederbayerischen Deggendorf von einem Spezialisten für physikalischen Anlagenbau hergestellt. Verwendet wurde besonders strahlungsarmer Spezialstahl. Die erforderliche Präzision in der Montage der Einzelteile konnte nur beim Hersteller selbst gewährleistet werden. Ein Zusammensetzen der Einzelteile in Karlsruhe hätte das Projekt zudem um 2 Jahre verzögert und hätte den Bau einer eigenen Montagehalle erfordert. So entstand der Spektrometertank 400 Kilometer entfernt von Karlsruhe in Deggendorf. Ein Transport auf dem Landweg kam wegen unüberwindbarer Hindernisse nicht in Frage. Zu groß und zu schwer war der Tank, um ihn auf der Straße durch Deutschland zu transportieren. Es blieb nur der Wasserweg. Am 28. September 2006 trat der Tank seine Reise an, auf einem Donau-Binnenschiff. Es geht die Donau hinab bis zum Schwarzen Meer. Mit einem Hochseeschiff geht die Reise weiter, zunächst ins Mittelmeer, durch die Straße von Gibraltar, in den Atlantik bis nach Antwerpen. Ein Umweg von 8.400 Kilometern. In Antwerpen wird der Tank vom Hochseeschiff auf einen Schubverband umgeladen. Stromaufwärts geht es auf dem Rhein bis zum Binnenhafen Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe, wo Europas größter mobiler Schwerlastkran den Transport erwartet und den Spektrometertank auf ein Spezialfahrzeug umsetzt. Nur die letzten 7 Kilometer bis zum Gelände des damaligen Forschungszentrums Karlsruhe, dem heutigen KIT, werden auf dem Landweg zurückgelegt. Ein aufsehenerregender Transport, der zentimetergenau geplant war. Nach einer mehr als 8-wöchigen Reise erreicht der Transport schließlich das Forschungszentrum. Dort wurde bereits das Dach der eigens errichteten Experimentierhalle abgedeckt, sodass der Tank sicher eingesetzt werden konnte. Der Beton der Halle ist besonders strahlungsarm, denn selbst die vergleichsweise geringe natürliche Strahlung der Baumaterialien würde die Messgenauigkeit des Spektrometers unzulässig beeinträchtigen.
Beim Katrin-Experiment soll der radioaktive Zerfall von gasförmigem Tritium, einem schweren Wasserstoffisotop, so genau wie nie zuvor untersucht werden. Beim sogenannten Beta-Zerfall entstehen aus einem Neutron ein Proton, ein Elektron und ein Neutrino. Doch für das Neutrino existiert keine Möglichkeit, die Masse direkt zu messen. Stattdessen messen die Wissenschaftler die Energieverteilung der Elektronen und schließen daraus indirekt auf die Masse des Neutrinos. Die beim Beta-Zerfall freigesetzten Elektronen werden mit Hilfe supraleitender Magnete in den Energieanalysator geführt. Niederenergetische Elektronen werden ausgefiltert. Nur die hochenergetischen Elektronen sind für die Forscher von Interesse. Nur etwa eines von 100 Milliarden Elektronen erreicht den Detektor und wird dort registriert. Damit genügend Elektronen den Detektor erreichen und das Experiment in einer vertretbaren Zeit durchgeführt werden kann, wird also eine besonders starke Tritiumquelle benötigt. Und das ist auch der Grund, warum das Experiment in Karlsruhe aufgebaut wird. Denn nur hier am KIT gibt es die notwendige Tritiumtechnologie und eine genügend intensive Tritiumquelle. Im Karlsruher Tritiumlabor wurde bereits der Brennstoffkreislauf für den Fusionsreaktor ITER entwickelt. Die Infrastruktur des Isotopenlabors und das Know-how in der Handhabung von größeren Mengen Tritiumgas fließt nun in das Katrin-Experiment ein. Im Tritiumlabor wurde auch das Pumpensystem für den geschlossenen Tritiumkreislauf der fensterlosen Tritiumquelle entwickelt. Dieses Pumpensystem verhindert, dass radioaktives Tritiumgas die Quelle verlässt. Denn während die Elektronen über ein starkes Magnetfeld aus der Tritiumquelle herausgeführt werden, darf auf keinen Fall radioaktives Tritium in den Spektrometertank gelangen, denn die Strahlung würde die Messung stören. In die Tritiumquelle wird Tritiumgas geleitet, wo es von einem komplexen Kühlsystem auf exakt minus 243 Grad Celsius gebracht wird. Mit flüssigem Neon als Kühlmittel wird es während der gesamten Messzeit auf wenige Tausendstel Grad stabil gehalten. Supraleitende Magnete erzeugen ein starkes Magnetfeld, das die Elektronen auf ihrem Weg durch die Quelle auf Kurs hält. Hier einen sehr stabilen Tritiumgasstrom in die Mitte der Beamline einbringen. Dort wird das Gas gleichmäßig sich verteilen, über diese großen Pumpots abgepumpt. Während seiner Aufenthaltszeit in der Beamline werden die ganz natürlichen Wetterzerfälle von alleine vonstatten gehen. Und über diese hier gruppierten sieben großen Magnetmodule werden die signaltragenden Elektronen dann halt in diese Richtung, Richtung Spektrometer geleitet. Also wenn das hier nicht stabil läuft, dann funktioniert das Experiment nicht. Während in Bergisch Gladbach noch mit Hochdruck an der Tritiumquelle gearbeitet wird, kommt bereits die kryogene Pumpstrecke am KIT an, die zusammen mit der differentiellen Pumpstrecke die Tritiumquelle mit dem Vorspektrometer verbinden wird. Auf Luftkissen schwebend wird sie in ihre endgültige Position geschoben. Etwas später hat auch die 16 Meter lange und über 20 Tonnen schwere Tritiumquelle Karlsruhe erreicht und wird millimetergenau an ihren Platz gehoben. Die Anspannung ist allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Wenn alles so läuft wie berechnet, wird diese radioaktive Quelle künftig das kalte Herz der Anlage sein. Also heute ist wirklich ein sehr großer Meilenstein für uns erreicht worden. Also mit der Anlieferung der Quelle, die wir jetzt gerade hier reingeschoben haben, haben wir jetzt seit über 12 Jahren auf diesen Tag hingearbeitet. Das war die letzte Großkomponente, die wir brauchen, um dieses große Experiment aufzubauen. Und das hat deswegen also so lange gedauert, weil wir hier technologisches Neuland betreten im Sinne der Kryotechnik, der Vakuumtechnik, der supraleitenden Magnettechnik. Was wir hier kombinieren, hat es in der Form noch nirgendwo gegeben. Und jetzt sind wir halt wirklich sehr stolz, das halt auch gemeistert zu haben mit unseren ganzen Partnern, mit den ganzen Wissenschaftlern weltweit, mit der ganzen Kollaboration. Die Magnete der differentiellen und der kryogenen Pumpstrecken führen die Elektronen von der Tritiumquelle zum Spektrometer. Turbomolekularpumpen und kalte Flächen nahe dem absoluten Nullpunkt entfernen die letzten Reste des Tritiumgases, das zurück in den geschlossenen Kreislauf geführt wird. Einige Jahre zuvor in der Spektrometerhalle. In der untersten Ebene der großen Experimentierhalle werden drei eigens entwickelte Pumpsysteme installiert,
Mit einer Saugleistung von bis zu 1 Million Liter pro Sekunde sollen sie im Spektrometertank ein extremes Vakuum erzeugen, wie es sonst nur im Weltall herrscht. Die Vakuumtests dauern Monate. Dann steht fest, der Tank erfüllt alle Erwartungen. Doch ist der Tank nur das Gefäß, in das zuvor ein hochkomplexes Innenleben installiert wurde. An der Universität Münster wird im Rheinraum ein hochpräzises Drahtelektrodensystem für den Hauptspektrometertank entwickelt. Insgesamt 42 Kilometer Edelstahldraht sollen ein stabiles und genau definiertes Hochspannungsfeld im Tank erzeugen. Die Drähte werden dazu in speziell entwickelte Halterungen eingezogen. Mit dem Laser wird überprüft, ob die strengen Präzisionsanforderungen auch eingehalten sind. Die Drähte dürfen nicht mehr als einen Fünftel Millimeter durchhängen. Ebenfalls von den Forschern in Münster entwickelt, der Hochspannungsteiler. Er misst die Hochspannung für das Elektrodensystem im Spektrometertank. Die Anforderungen an die Spannungsstabilität sind enorm. Sie betragen 1 zu 1 Million. In den Vereinigten Staaten an der Washington University in Seattle haben die Wissenschaftler ein Detektorsystem entwickelt, das inzwischen am Ausgang des Hauptspektrometers installiert wurde. Ein Magnetsystem bestehend aus 2 supraleitenden Magneten sorgt dafür, dass jene Elektronen mit der Information der Neutrinomasse gebündelt werden und zum eigentlichen Detektor gelangen. Ich persönlich beschäftige mich schon seit langem mit Neutrinos. Ich habe selbst 13 Jahre in Los Alamos gearbeitet. Dort haben wir versucht, die Neutrinomasse zu messen. Wir konnten zwar dessen Masse nicht bestimmen, aber wir konnten immerhin zeigen, dass es ein Leichtgewicht im Universum ist. Nun würden wir gerne wissen, wie leicht es ist, denn wir wissen, dass es nicht ganz ohne Masse ist. Ob die Genauigkeit von Katrin tatsächlich ausreichen wird, um die Neutrinomasse messen zu können, wird erst das Experiment zeigen. Eine große Herausforderung für Techniker und Wissenschaftler ist es, alle Komponenten des Experiments so präzise und so genau wie möglich zu gestalten. Was es für mich zu einem solch wunderbaren Experiment macht, ist, dass die Idee, die dahinter steht, so einfach ist. Wir verfolgen ein genau festgelegtes Ziel und das auf einem leicht nachvollziehbaren Weg. Aber genau das stellt uns vor große technologische Herausforderungen. Auf der Suche nach der besten Messmethode werden laufend neue Teile entworfen werden. Und es ist aufregend, selbst daran teilzuhaben. Das eigentliche Auge des Experiments, der Detektor. Eine Siliziumscheibe, 10 cm im Durchmesser und nur 1/4 Millimeter dick. Ein hochempfindlicher Halbleiterdetektor, eigens für Katrin entworfen. Auf der Oberfläche sitzen 148 Detektorzellen, die über Jahre hinweg den Strom der Elektronen registrieren werden. Selbst wenn das Neutrino zu leicht sein sollte, wird Katrin ein Erfolg sein. Dieses Experiment ist technisch so anspruchsvoll, dass wir eine Menge neuer Technologien entwickelt haben, um es zu bauen. Ungeachtet der Bedeutung dieser Technologien, bleibt unser Ziel doch nur dieses eine Experiment. Das MIT in Boston. Im Februar 2010 treffen sich Mitarbeiter verschiedener Arbeitsgruppen zu einem Workshop. Monte Carlo-Simulationen sollen das Experiment vorwegnehmen. Nicht das Ergebnis. Das kann nur im tatsächlichen Experiment ermittelt werden, sondern der Weg dorthin. Was wird der Detektor messen? Wie werden die Daten aussehen? Wie müssen die Messergebnisse interpretiert werden? Experimentalphysik trifft auf theoretische Physik. Wissenschaftler diskutieren mit Programmierern und Ingenieuren. Verschiedene Disziplinen arbeiten zusammen, um ein Ziel zu erreichen. Hinter dieser Zusammenarbeit steckt die Idee, das bislang in konkurrierenden Experimenten gesammelte Wissen zu bündeln und in einem großen internationalen Experiment zusammenzuführen. Es geht darum, dass man komplexe Experimente wie das Katrin-Neutrinomassenexperiment sehr genau auf dem Computer simulieren muss, um diese sehr komplizierten Daten auch wirklich verstehen zu können.
Hier treffen sich junge und ältere, erfahrene Leute aus aller Herren Länder, um dieses gewaltige Monte Carlo Projekt zu besprechen und die einzelnen Arbeitspakete aufzuteilen und durchzuführen. You can already see, you know, the Man sieht bereits, mit welcher Begeisterung alle Beteiligten am Projekt arbeiten und wie sie ihre Ideen untereinander austauschen. Das ist genau das, was ich mir von diesem Workshop erhofft habe. In Karlsruhe gehen die Arbeiten weiter. Der Tank des Hauptspektrometers ist inzwischen mit einem System von Magnetspulen umgeben. Sie kompensieren das Erdmagnetfeld, sodass im Inneren des Tanks ein genau definiertes elektromagnetisches Feld aufgebaut werden kann. Autonome Magnetfeldsensoren fahren regelmäßig an den Magnetspulen entlang und messen selbst die kleinsten Abweichungen im Magnetfeld, die später in der Analyse berücksichtigt werden. Im Innern des Tanks befindet sich ein hochkomplexes Elektrodensystem. Dabei gilt es, 690 Quadratmeter innere Oberfläche des Katrin-Spektrometers mit ultrapräzisen, sehr vakuumfreundlichen, ultrahochvakuumtauglichen Elektroden auszustatten. Das sind zwei Drahtlagen, die präzise auf 200 Mikrometer gegeneinander justiert sind und diese Justage auch nach einem Ausheizen bei 350 Grad Celsius noch erhalten. Im Innern des Tanks werden die Elektroden eingebaut. Dabei dürfen keine Verunreinigungen in den Tank gelangen, denn jeder Staub, jede Verunreinigung würde natürliche Radioaktivität in den Tank bringen und die würde die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen. Deshalb arbeiten die Monteure in Reinraumanzügen. Die Elektroden sind in eigens entwickelte Rahmenhalterungen gespannt und werden nun an der Tankinnenseite befestigt. Das Elektrodensystem ist nach Jahren hochkonzentrierter Millimeterarbeit endlich installiert. Ebenso wie die großen Vakuumpumpen, sogenannte Getterpumpen, die dafür sorgen sollen, dass ein extremes Vakuum, vergleichbar dem des Weltalls, dauerhaft erzeugt werden kann. Jetzt werden die Deckel geschlossen und die Pumpen können ihre Arbeit aufnehmen. Zusätzlich wird der Tank bei Temperaturen um 300 Grad Celsius ausgeheizt, um sein Innerstes katalytisch zu reinigen. Ein Vorgang, ohne den sich so ein Extremvakuum unmöglich herstellen lassen könnte. Nach den ersten Tests mit dem Spektrometer werden die letzten Komponenten justiert und in Position gebracht. Wie gut die Einzelkomponenten zusammenspielen und ob der bisher nur in der Theorie funktionierende Versuchsaufbau auch wirklich brauchbare Ergebnisse bringen kann, davon will man sich in einer Reihe von Testmessungen überzeugen. Denn erst wenn hier alles exakt wie geplant klappt, kann man damit beginnen, Tritiumgas einzuleiten. Ein Vorgang, der nicht mehr umkehrbar ist, sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Der große Moment ist da. First Light. Und Katrin läuft. Wir haben uns natürlich das Ziel gesetzt, mit dem First Light die ersten Elektronen durch Katrin durchzutransportieren, über 70 Meter. Und dazu mussten viele Komponenten, die gerade im letzten Jahr angeliefert worden sind, nach langjähriger Aufbauzeit dann zusammengeschaltet werden. Die mussten abgekühlt werden auf sehr, sehr tiefe Temperaturen. Die Magnete mussten im Prinzip mit Strom beaufschlagt werden. Da waren viele Arbeiten, die wir parallel gemacht haben. Wir mussten die Steuerungstechnik implementieren. Wir mussten im Prinzip dann schauen, dass all diese Komponenten zusammen ein sinnvolles Ganzes ergeben. Und insofern waren uns die Tage und auch die Nächte nie lang genug, um wirklich dieses große Ziel des First Lights, was wir heute erreicht haben, dann wirklich zu erreichen. Das war eine große Energieleistung des Teams. Und ich denke, dem Team gebührt wirklich der Dank heute, dass das wirklich noch geklappt hat. Aus vielen Einzelteilen ist heute ein Ganzes geworden. Wir haben Elektronen durch die gesamte Anlage geschickt. Jetzt können wir das ganze Experiment als Einheit betreiben und versuchen, die Masse des Neutrinos zu bestimmen. Nach schätzungsweise 5 bis 6 Jahren Messzeit, so lange werden die Messdaten gesammelt,
könnten dann die Forscher eine Antwort haben auf die Frage, wie schwer ist das Neutrino? Aber Katrin wird darüber hinaus noch mehr bewirken. Wir haben gemerkt, dass das Ganze viel, viel komplexer ist, viel herausfordernder. Man braucht viel mehr langen Atem, man braucht im Prinzip viel mehr Expertise. Wir haben uns diese Expertise dann auch, indem wir weltweit geschaut haben, wer hat denn diese Expertise dann systematisch zusammengefügt. Insofern haben wir viele, viele neue Sachen entdeckt. Wir haben im Prinzip ganz neue Prozesse kennengelernt, auch wenn Katrin nur im Prinzip ein etwas größeres Experiment ist. Als die bestehenden sind wir jetzt durch unsere tolle Sensitivität auf Prozesse, Phänomene aufmerksam geworden, die nie ein Mensch zuvor gesehen hatte, die wir vor 15 Jahren, als wir das Experiment geplant hatten, auch noch gar nicht auf unserem Radarschirm hatten. Insofern, es bleibt immer spannend und ich denke, das wird auch gerade in den nächsten Wochen, Tagen und Monaten immer spannend bleiben, bis wir die Neutrinomasse gemessen haben. Eine Messung wie Katrin, die so genau ist, dass diese Eingrenzung der Neutrinomasse kosmologisch relevant ist für die Überlegungen in der Teilchenphysik, die wird in die Lehrbücher eingehen und es wird Bestandteil künftiger Vorlesungen sein.